In diesem Video werden Kurvenintegrale erklärt. Anhand von einigen Beispielen wird aufgezeigt, wie man einfache Kurven parametrisiert und wie man die Definition anwendet. Bei Kurvenintegralen haben wir eine offene Teilmenge gegeben, eine stetige Funktion f und eine Kurve vom Integral a, b nach Omega. Das Integral entlang der Kurve Gamma von f von z ist gleich dem Integral von a nach b f von Gamma von t mal Gamma Punkt von t dt. Dabei ist Gamma Punkt die zeitliche Ableitung von Gamma. Wir möchten für f von z gleich z hoch n das Integral entlang des Kreises um den Ursprung mit Radius r berechnen. Die Parametrisierung von Gamma ist r e hoch it, wobei sich t in 0 bis 2 Pi bewegt. Die Ableitung ist entsprechend i r e hoch it. Setzen wir es in die Definition, erhalten wir i r hoch n plus 1 das Integral von 0 bis 2 Pi e hoch i n plus 1 t dt. Um nur den Integralteil zu berechnen, brauchen wir eine Fallunterscheidung für n gleich minus 1 und n ungleich minus 1. Ist n gleich minus 1, erhalten wir 2 Pi und sonst 0. Das fassen wir zusammen und erhalten, dass das Integral von z hoch n entlang Gamma gleich 0 ist, sollte n ungleich minus 1 sein und 2 Pi, falls n gleich minus 1 ist. Man kann sehen, dass das Ergebnis unabhängig vom Radius ist. Es gelten einige Eigenschaften für das Kurvenintegral. So sind Kurvenintegrale linear. Speziell ist, dass das Kurvenintegral von Gamma in der entgegengesetzten Richtung minus dem Kurvenintegral entlang Gamma in der ursprünglichen Richtung ist. Ist für alle z auf Gamma f von z kleiner als m, dann ist der Betrag des Integrals von f entlang Gamma kleiner als die Länge des Pfades multipliziert mit Gamma. Und als viertes noch, hat man einen Pfad Gamma, der aus n kleineren, stückweise glatten Pfaden zusammengesetzt ist, also dass der Endpunkt des einen der Startpunkt des anderen ist, so ist das Integral von f entlang Gamma die Summe der Integrale von f entlang Gamma i. Als nächstes schauen wir f von z gleich dem Realteil von z an. Wir möchten das Integral entlang von Gamma 1 und Gamma 2 berechnen. Sie haben beide den gleichen Startpunkt und Endpunkt, aber Gamma 1 geht direkt von Ursprung nach 1 plus 2i und Gamma 2 geht zuerst über 1. Man kann die beiden Pfade parametrisieren als Gamma 1 von t gleich t plus 2it, wobei t 0 bis 1 ist. Und Gamma 2 kann man zusammensetzen aus Gamma 2 1 und Gamma 2 2, wobei beide t sich im Bereich von 0 bis 1 bewegen. Gamma 2 1 definiert es als t und Gamma 2 2 als 1 plus 2it. Berechnet man das Integral von f von z entlang Gamma 1, erhält man 1 plus 2i über 2. Berechnet man das Integral über Gamma 2 1, erhält man 1/2 und dann noch über Gamma 2 2 erhält man 2i. Zusammengesetzt ist das Integral von f von z Gamma 2 1/2 plus 2i. Die beiden Ergebnisse sind trotz gleichen Start- und Endpunktes nicht gleich. Und das Integral hängt für allgemeine Gamma und Funktionen vom Pfad ab.